Schönen guten Tag, heute gehen wir auf die Nutzerfrage ein. Wie korrigiert man eine sehr stark schiefe Nase? Schönen guten Tag, mein Name ist George Stergio, ich bin hier der leitende Arzt der Abteilung für Gesichts- und Plastische Chirurgie der Praxisklinik Ulania in Zürich. Bevor ich jetzt auf die Antwort der Nutzerfrage komme, möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die Leute, die uns antworten und speziell hier natürlich heute an Jessica Treffinger. Die hat uns ein ganz tolles Lob ausgesprochen. Wow, tolle Praxis, da wird sich viel Zeit genommen und viel Mühe gegeben. Ich habe natürlich geantwortet und es hat mich sehr, sehr gefreut, weil die ganzen Videos, die wir hier drehen und die Zeit, die wir investieren, ist natürlich auch verbunden mit sehr viel Aufwand. Ich danke nochmals für dieses schöne Lob. Jetzt aber auf die Antwort der Nutzerfrage und da möchte ich wirklich auf die Frage von der Nutzerin Verenhin Moinen eingehen. Ich lese sie mal kurz vor. Könnten Sie eventuell mal erklären, wie man eine sehr schiefe Nase korrigiert, also eine Nase, die schief aus der Frontansicht ist? Dazu findet sich so wenig im Internet. Ich finde das ganz speziell, aber auch ganz richtig, dass sie im letzten Satz sagt, man findet sehr viel oder sehr wenig im Internet und aber auch sagt, dass die Frontansicht das Problem ist. Das heißt, das Bild von vorne. Wenn ich die sozialen Medien anschaue und betrachte, was die Leute, die Nasen operieren zum Beispiel, dann an Bildmaterial rausschicken, ist es meistens die sogenannte Profilansicht, das heißt die Ansicht von der Seite. Da ist es natürlich sehr eindrucksvoll, Ergebnisse zu zeigen, speziell bei einer Höckernase kann das sehr schnell korrigiert werden. Aber die Problemzone der Front, das heißt von vorne, das heißt die schiefe Nase, wird meistens nicht gut gezeigt. Also haben wir ja wirklich ein Thema und ich denke, die Frage ist berechtigt. Erstens einmal aus technischer Sicht, dass ein Patient weiß, wie kann man überhaupt eine Schiefnase wieder gerade stellen, was ist da zu tun, und dann natürlich auch aus chirurgischer Seite, wie kann das korrigiert werden. Ich habe geantwortet und ich habe gesagt, dass grundsätzlich die Nase wie ein gleichschenkliges Dreieck, so muss man sich das vorstellen. Und wenn jetzt eine Nase schief ist, dann ist dieses Dreieck eben nicht mehr gleichschenklig, sondern ein Schenkel ist länger und einer ist kürzer. Das ist halt einfach das Problem und meistens schaut die Spitze dorthin, wo der Abhang kürzer ist. Somit kann ich natürlich, wenn ich diese Nase operiere, nicht auf beiden Seiten genau gleich mit dem Knochen umgehen. Dort, wo der Abhang länger ist, muss mehr weggenommen werden. Auf der anderen Seite darf nichts weggenommen werden. Also das Ziel ist letztendlich, dass wir wieder ein gleichschenkliges Dreieck bekommen. Das kann nur erreicht werden, indem dass der Knochen im Prinzip, aus der Knochen gelöst wird und die ganzen Seitenflächen insgesamt, die ganze Pyramide, sagen wir, frei ist. Dann kann sie sich bewegen. Diesen Vorgang nennt man Osteotomie. Das heißt, wir müssen mit einem kleinen, feinen Meißel den seitlichen Knochenabhang befreien, sodass wir alle Seitenwände wieder hinstellen können. Nun haben wir gesagt, eine Seite ist länger. Also wir können nicht nur abmeißeln und befreien, sondern wir müssen auch wirklich ein Stück entfernen, sodass wirklich die beiden Seiten dann genau gleich lang sind. Wir haben in verschiedenen Videos schon dargestellt, es gibt verschiedene Methoden, offen oder geschlossen. Letztendlich ist beides möglich. Man kann über einen offenen Zugang, aber auch über einen geschlossenen Zugang diesen Knochen ablösen und die Pyramide gerade stellen. Das wird dann eben, wie gesagt, der Chirurge dann mit der jeweiligen Patientin besprechen, was ihm mehr behagt, was er mehr kann. Die Vor- und Nachteile der offenen oder geschlossenen Nasen-OP oder die Risiken haben wir auch schon in anderen Videos besprochen. Da könnt ihr auf meinem Videokanal die entsprechenden Sachen anschauen. Also wenn ihr euch für eine professionelle Beratung im Bereich der Nasenoperation interessiert, dann bitte ich euch hier einen Termin in unserer Sprechstunde zu nehmen an unserer Klinik. Da können wir dann die entsprechenden weiteren Details besprechen. Die Kontaktdaten sind unten auf der Videobeschreibung aufgeführt.
Wir haben gerade vor anderthalb Wochen ein ganz spezielles Video aufgeladen der lieben Bibi, das ist eine Patientin, wo wir auch die einzelnen Schritte, speziell auch im Zusammenhang mit der Vorbereitung, das heißt auch der dreidimensionalen Animation mit hochauflösendem Programm, das heißt absoluter höchster Standard, wo wir zeigen, wie kann die Nase nach der OP ausschauen, wenn wir in der Vorbereitungsphase das zusammen anschauen. Gerade speziell bei einer Schiefnase ist es wichtig, dass der Patient effektiv sieht, was ist der Mehrwert, wenn ich die Nase gerade stelle. Das ist absolut ein Must in meinen Augen. Was aber auch sehr wichtig ist, ist auch zu wissen, weshalb ein Patient eine Schiefnase hat. Das gehört auch in die Vorgeschichte rein. Ist es ein Unfall, das heißt, ist es ein Schlag gewesen oder ist es eine angeborene Geschichte? Auch das ist wichtig, um in die Planung mit richtig einzubeziehen. Ich hoffe, dass das Video euch etwas gebracht hat und natürlich auch unsere Zuschauerin. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach unten. Ansonsten freue ich mich natürlich über Fragen und Kommentare, die ihr unten aufbringen könnt. Und ich freue mich, wenn ihr meinen YouTube-Kanal wöchentlich zum Thema Schönheitschirurgie und ästhetische Medizin abonnieren würdet. Aus Zürich grüßt euch, euer Dr. Sterk.